Nicht spoilern, richtig. Egal was. Irgendwas stimmt mit Connor nicht. Immer diese Sache mit der Softwareinstabilität, das nervt mich gerade so ein bisschen. Das finde ich gerade so ein bisschen anstrengend. Hier haben wir wieder was zum Lesen. So, der mysteriöse Mr. Kimski. Ich gehe hier einfach wieder so einmal durch. Ich meine, einer der Erfolge war nämlich, dass man alle Zeitungen lesen musste. Gibt das ein Achievement, wenn man die Hefte gelesen hat? Ich meine ja. Dafür musst du aber alle lesen. Und ich glaube, bei meinem ersten Durchlauf habe ich nicht alle gelesen. Deswegen versuche ich es hier einfach nochmal. Ansonsten müssen wir wirklich... Wir müssen ja eh nochmal einzelne Kapitel später spielen. Wo ich dann aber sehr viel auch einfach durchskippen werde. Deswegen jetzt einmal so die Story. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Wann früher? Hm? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Früher eben. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Warum wollen Sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal was ich tue, sie sind immer da. Sie fressen mich auf. Und ich bin zu feige, um abzudrücken, also bringe ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist für dich ganz schön schwer zu schlucken, Connor, was? Mit Rational kommst du da nicht weiter. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen, sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie wollten gar nichts. Es sind Abweichler, Ende der Geschichte. Was ist mit dir, Connor? Das ist eins der schwierigsten Gespräche. Wenn man es hier verkackt, dann ist ganz schrecklich. Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Ich kann dich töten.
Dann kommst du wieder, als wäre nichts passiert. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Sie können mich nicht töten, Lieutenant. Ich lebe nicht. Scheiße! Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Sie haben nicht vor, mich zu erschießen, Lieutenant. Sie wollen eine Reaktion provozieren. Ich werde Sie leider enttäuschen müssen. Du hältst mich für Mann, ich verkack's gerade richtig. Das gibt's doch nicht. Nein. Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Oh, wir haben einen Weg freigeschaltet. Noch mehr trinken. Okay, irgendwas muss ich doch richtig gemacht haben. Also an und für sich ist dieses Spiel, es ist sehr komplex, aber jetzt nicht so ultra komplex, wo ich mir so denke, boah, mein Fuck. Hank hat Connor leben lassen. Wir hätten auch sterben können. Also Connor hätte auch sterben können. Ich glaube, es gab mal, ich habe mal eine YouTube-Serie gesehen, wo man versucht hat, Connor in jeglicher Situation sterben zu lassen. Das war richtig lustig. Das hört sich jetzt auch so kalt an, ne? Kalt verhalten. Ich habe mich noch gar nicht kalt verhalten. Ja. Okay, eine Sache hat uns hier oben gefehlt, deswegen konnten wir nicht alles machen. Ach, Mann. Oh mein Gott. Ja, es gibt wirklich Leute, die spielen das Spiel so, dass Connor in jeder möglichen Situation stirbt. Das geht, weil Connor kommt ja jedes Mal wieder.